Nein. Ich hab keine mehr. Ja, toll. Ich hab noch welche, warte. Wir hatten da jetzt das Brett davor gepackt. Dann Rillas. Ja, klar. Ich hol mir ganz kurz Steine. Ich geh ganz kurz runter in meine kleine Höhle. Ich hab noch welche. Nee, ich geh jetzt runter. So. Ja, dann mach doch, was du willst. Eigenbrötler. Guck mal, ich hab noch 11 Steine. 11 Steine, toll. Fox, ich schmeiß dir mal Steine rüber. Wie viele Steine habt ihr denn insgesamt noch? Au. Du schmeißt jetzt gar nichts mehr durch die Gegend wahrscheinlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, was ist denn da bei dem Sanrillas passiert? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wir werden alle sterben! Er wurde, glaube ich, von Glitzervampiren angegriffen. Kann natürlich sein. Sanrillas ist beigetreten. Yay! Yeah. Was sagt ihr eigentlich zu meinem super tollen Lure-Add-on, das übrigens der tolle, nette, liebe, super tolle, geile Hotwire geschrieben hat? Respekt an den Hotwire. Das meinen wir damit, liebe Leute. Bei diesem Spiel habt ihr dann die Möglichkeiten, selber Lure-Add-ons zu schreiben und diverse andere Sachen. Also rein theoretisch alles, was ihr an Add-ons für WoW kennt, könnt ihr genauso hier einbauen. Grob gesagt. Kann ich meinen WoW-Addon installieren? Guck mal. Ob das funktioniert? Glaube weniger. Es könnte teilweise funktionieren, aber ein paar Befehle fehlen halt. Du musst halt wissen, was es da für Befehle von Seiten der Entwickler gibt und was es für Befehle von Seiten von WoW gibt, welche sie gleichgesetzt haben, ne? Wenn er natürlich die gleiche Basis genommen hat für das ganze Scripting, dann ja, sollte es funktionieren. Naja, aber Lua bleibt doch Lua, oder? Ja, aber du musst ja auch, trotz alledem kannst du auch eigene Befehlzeilen schreiben. Ja, eigene Events und eigene, aber Lua bleibt doch im Endeffekt Lua, oder? Also, um es mal so auszudrücken, ja, ich weiß nicht, ob du dich mit Programmierung auskennst? Ein bisschen. Ja? Du kannst ja Funktionen schreiben. Ja. Ja? Und diese Funktionen können wir ausführen. Ja. Ja? So, und wenn Blizzard da spezielle Funktionen geschrieben hat, in ihrem Programm selber drin, und dann das als diese Lua-Schnittstelle weitergibt, nur diese Funktion. Das sind aber dann Events, aber im Prinzip Events. Nein, ich bin auf den Boden gefallen. Wo denn? Siehst du mich? Hier. Komm jetzt ganz langsam wieder hoch. Warte mal. Das müsste doch eigentlich jetzt überepisch ausgucken, weil ich eh so langsam bin gerade. Oh mein Gott, ein Pox. Hilfe! Du bewegst dich viel schneller wie ich und ich laufe jetzt auf der Höhle statt. Dann. Warum laufe ich so langsam im F2-Modus? Kann man den wieder schneller machen? Weiß das jemand? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du da wieder veranstaltest. Also wenn man da die Bretter davor platziert hat, das bringt nicht. Ich weiß nicht. Es geht trotzdem, also man kann sogar durch die Bretter durch die Bänke benutzen. Na toll, liebe Entwickler. Liebe Entwickler. Damit haben wir ja den Schuldigen. Ich möchte Dro ein bisschen besser trollen können. Moment. Ja? Übrigens, der Biochemic, der muss mal wieder klug scheißen. Events oder Funktionen referenzen. Oh. Das auch geklärt. Ja, Biochemic. Kannst du uns denn sagen, was 1 und 1 ist? Ja, kann er. Wahrscheinlich kann er das besser als du. Nee, er kann es auch so, weil er selber als Anbieter 1 und 1 hat. Das meinte ich gar nicht. Das war eigentlich wahrscheinlich nicht das, was er meinte, aber... Okay. Das kam mir nur gerade so in den Sinn, weil er sich darüber so ein bisschen aufgeregt hatte. Ja, so. Der Robert. Und sein Internet. So. Ja? Klär uns auf. Hey. Ich habe ja gerade den Block gesetzt und jetzt kann ich ihn dann nicht mehr sitzen. Ich habe den Block gesetzt und ich sehe ihn nicht mehr. Ja, das hatte ich auch gerade.
Das ist doch geil. Ich würde mal sagen, ihr macht mal alle einen Relog. Ich habe es vorher in meinem Forum geschrieben übrigens, ne? Weiß nicht, ob du noch gelesen hast. Nee, die Server haben gern ab und zu mal einen Neustart, ja? Das mögen die. Ja, also ich hatte es auch, als ich die Steine geworfen habe, meinte ich auf einmal, du wurdest disconnected. Ja, das meine ich. Nein, ich zieh's durch, liebe Leute. Ich zieh's durch, ich zieh meinen Stream bis zum Ende durch. Bis ich blute. Das sagt ja niemand. So. Ich glaube, wir müssen jetzt eine neue Welt anfangen. Wir haben seine Dillas Höhle total zerstört. Nee, das ist ja die andere Höhle. Und oh mein Gott, Sandrillas, kommst du bitte mal in deine Höhle runter? Also keine da wo. Zeit. Nein, du musst aber. Keine Zeit. Ihr müsst ganz kurz hier runterkommen, bitte. Bitte, ich kann so nicht mehr leben sonst. Wo ist er denn, der kleine Pox? Muss ich hier. Wirklich? Ja. Bin ja unterwegs. Siehst du das? Siehst du das? Warte mal, die hängt da irgendwie, oder? Nein, weil die hat sich nämlich gerade hingelegt. Ne, bei mir ist sie wach. Ja, jetzt legt sie sich hin. Liebe Leute, nur in diesem Spiel, nur in Rising World, könnt ihr fliegende Ziegen sehen. Nicht fliegend, levitiert. Ja? Levitiert. Ja, und nicht töten! Hier liegt ein Schwein im Gang. Oh. Ah, das Spiel wird immer besser. Ah, hier. Gut, so, ich bin ja hier noch weiter am Ausbauen. Willst du Lampen bauen? Kann das sein? Ja, aber so richtige Laternen, wie ich sie gern hätte, kriege ich damit nicht hin. Aber so sieht es wenigstens einigermaßen nach Straßenlicht aus. Was denn? Die Lampen, die ich da hinten gesetzt habe. Lampen? Anders wüsste ich sie jetzt nicht zu realisieren. Ja, du siehst sie nicht, weil dein Server sich nicht updatet. Da, aber mach mal Update. Ach, hier hinten sehe ich sie. Ja, und da vorne habe ich noch eine an der Ecke. Ja, da sehe ich sie. So. Hier ist auch eine. Weil anders wüsste ich sie nicht zu realisieren. Wir könnten ja mal so eine Jump-and-Run-Map machen. So ein... Kannst du damit sehr gut... Was, Pox, komm mal. Ja, bin hier. Du musst mal drauf achten. Wo rennst du hin? Das ist Tro. Oh. Hallo. Ich bin's schon so gewöhnt. Wenn du die Tür aufmachst, dann hörst du so ein richtig altes Türknarren. Du kannst auch, wenn du es richtig machst, von der Dunkelheit her und so weiter, kannst du sogar eine richtig gute Horror-Map damit erstellen. Liebe Entwickler. Das ist irgendwie jedes zweite Wort mittlerweile, oder? Liebe Entwickler, liebe Entwickler, liebe Entwickler. Also man muss sagen, wirklich, auch hier an dieser Stelle muss man es nochmal erwähnen. Liebe Entwickler, ihr seid einfach geil, ja? Weil ihr wirklich so einen geilen Support leistet. Ja? Manche anderen Entwickler echt eine Scheibe abschneiden. Würde, wenn einer von euch sich anbieten würde, sogar den Thron verlassen. Packst du extra jetzt gerade hier so welche Dinger hin, während ich da lang gehe, oder was? Nein! Wie sollte ich denn da so ehrlich? Was du mal von mir erfahren? So, hier. So. So muss ich? Ja, verdammt. So. Fox? Ja? Komm mal hier zu dem Hüpfenden. Ja. Guck dir das Schwein an. Ich weiß, ich hab's schon gesehen. Es ist fast versunken, es versinkt. Oh nein! Rette es, das Fox! Schwein. Ich hab's Rette gerettet. Es, Fox. Ob's noch Luft bekommt? Glaub nicht. Ich glaub, da ist nichts mehr mit Luft.
Ja, das sind diese berühmten Erdschweine, von denen ich euch schon mal erzählt habe. Ah, das sind die, okay. Ja. Hui, ihr baut genau unter mir. So. Ja doch, und jetzt muss ich das nur alles in... Boah, haben wir noch Steine irgendwo? Nee, ne? Ich hab doch gerade welche abgebaut, warte mal. Komm her, wo bist du jetzt hin? Achso, ich bin... Ja, nach unten, wie immer. So, hopp, da bin ich. Autsch. Noch 1,5 Stacks. Okay, dann müssen wir kurz zurück zur Werkbank. Aber ich freue mich schon richtig, wenn man Bäume oder sowas platzieren kann, ne? Dass man hier auch, sag ich mal, das Ganze ein bisschen natürlicher wirken lassen kann. Ja, wenn man sich dann... Ups. Wenn man sich dann seine Welt wieder so, oder seine Welt allgemein so gestalten kann, wie man es möchte, also noch mehr ins Terraforming eingreifen natürlich, ne? Noch mehr? Mehr! Ja, Pox, das, ich sag ja, Pox ist die Ziege und Sanrilla ist die, egal. Nein, nix ja. Egal. Richtig aus. Aber hey, ich bin das Schwein, okay? Das wussten wir auch vorher. Ach Mann. Pox. Ja. Hm? Holz gehört nicht an die Straße. Und danke, dass du mich haust. Bin ich gleich wieder tot. Wir sind nicht in einer Gruppe, ne? Richtig, weil ich reloggen musste. Entschuldigung. Das hast du sehr gut erkannt. Ja, Pox ist ein kleiner Spätzünder. Hallo? Hua! Von den Bienchen und Blümchen hat er auch erst mit 18 erfahren. Nein, mit 19. Warum da war ich ganz schockiert. Aber liebe Leute, keine Sorge, er hat es nicht von mir erfahren. So. Komm, Fox, wir streiken. Okay. Warum streikt ihr? Ich weiß es auch nicht, aber wir streiken. Arbeitet ihr jetzt bei der Deutschen Bahn? Ja. Achso. Oh. Na dann. Komm, wir legen uns zusammen in dein Zelt, Sanrillas. Eigentlich müssten wir jetzt noch ganz alleine auf einen Berg gehen und ein paar Schafe hüten oder Kühe treiben oder keine Ahnung, was ja, hier ja, gehen. Und wer ist dann von euch der Ziegenväter? Du! Ja, Sanrillas. Wieso haben wir jetzt zwei Zelte? Weil ich zwei Zelte hatte. Boah, da hast du sogar ein Inventar drin in dem Zelt. Deswegen ist das ganz gut, wenn man irgendwie Holz holen geht. Du hast halt ein zusätzliches Inventar. Und wie wenn ich das abbaue oder wie baue ich das dann ab? Wenn du es abbaust, ist es kaputt. Fällt das Inventar in dem Sinne raus. Du kannst aber halt zurzeit noch umsonst am Webstuhl. Das ist das Einzige, was du am Webstuhl herstellen kannst. Also muss ich mir praktisch unendlich viele. Ja, ich habe, wenn ich so weit weggehe, habe ich meistens zwei mit, einen für die Hin- und einen für die Rückreise. Weil so ein Zelt ist ja eigentlich nur dann sinnvoll, wenn ich es wieder abbauen könnte. Spieler ist beigetreten. Der Spieler hat keinen Namen. Spieler hat keinen Namen. Spieler hat aber auch keinen Ping. Das ist richtig. Doch, jetzt hat er einen Ping. Ja, Entfernung 10,6 Meter. Jetzt ist er wieder weg. Tschüss, Spieler. Tschüss, Spieler. Vielleicht war das Chili Willy. Vielleicht hat er hier den Chat verlassen. Leute, und in genau 17 Minuten die letzte Verlosung von dem Steam Rising World Key. Ja, Kinder, in 15 Minuten ist es wieder soweit. Dann hauen wir wieder raus den Steam Key. Jetzt nochmal gut zuhören. Ach, Pox, renn doch nicht weg, wenn ich dich hauen will. Pox, aber die nächste Frage, die muss es dann wirklich in sich haben, ne? Er hat mich getötet. Wer hat dich getötet? Okay, mit der Streitaxt braucht man zwei Schläge, um einen zu töten. Ich hatte kein volles Leben. Ach so. Ich habe auch kein volles Leben, brauchst du gar nicht dran denken. Ich bin fast tot. Das ist so dämlich, was wir gerade tun. Warum drück ich auf Quit? Keine Ahnung. Ja, Schwarzbild. Herrlich. Egal. No. Sagt der König der Noobs. Oh, Sanrilla spielt Rising World. Das sieht man gar nicht bei mir. Schade. Ja, tue ich das halt. Ich habe jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wer stellt eigentlich die letzte Frage? Wir hatten noch gesagt, dass du
die Fragen für Rising World stellst. Ja, das hatten wir so abgemacht, aber ja, als wird er sich da noch dran erinnern. Ja, stimmt.